Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Leon von The Dark Side LPs. Ja, ihr seid bestimmt genauso überrascht wie ich, dass ich mal wieder ein Video mache nach so vielen Monaten, beziehungsweise schon fast ein Jahr. Ja, ich bin wieder zurück. Ich stehe wieder hier an Ort und Stelle. Ja, ihr freut euch sicherlich, ja, beziehungsweise ihr habt viele Fragen, das glaube ich auch, warum von mir in letzter Zeit nichts gekommen ist und so weiter und so weiter. Ja, ich wollte jetzt mal einfach nur mal ein bisschen erklären. Und zwar, ich habe gesehen, dass der Kanal an sich noch so gut läuft, sag ich mal. Also, das heißt, es gucken noch viele von euch tatkräftig die ganzen Videos an. Und ja, ich sag mal so, ich habe vieles nicht getan mehr, beziehungsweise den Kanal vernachlässigt. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass dann doch nicht mehr so viel passiert ist. Aber ja, ich habe noch regelmäßig Fragen hier bekommen und Nachrichten und keine Ahnung was. Und ich wurde auch schon einmal des Öfteren gefragt, machst du wieder Let's Plays und warum? Und dann habe ich mir gedacht, nee, das bringt's einfach nicht mehr. Es gibt tausendmal bessere Leute als ich und ich weiß nicht, ich würde so mit nicht auf meine Kosten kommen und das alles halt, sag ich mal. Also ich habe zwar Spaß dran, aber wenn ich mir das mal so angucke, ich meine, ich habe lange überlegt und ja, ich habe mich gefragt, boah, solche langen Games, wie willst du das aufnehmen und dann rendern, hochladen und so weiter, dann noch mit arbeiten und sowas. Und meistens, ich hatte jetzt so einen anstrengenden Job hinter mir gehabt, also da hat man meistens keine Lust mehr gehabt, danach noch irgendwie aufzunehmen oder zu quatschen. Ja. Und ich habe mir gedacht, wofür das alles noch? Wofür? Ja, und auf eine Art und Weise habe ich dann den Kopf darüber zerbrochen, was ich jetzt da mache und wie ich jetzt, ob ich jetzt weitermachen soll oder nicht. Und habe meinen Mut wieder angesammelt und auf einmal ist er doch wieder verloren gegangen und so weiter und so fort. Hin und her. Ja, und dann habe ich mir gedacht, Mensch, irgendwo fehlt dir da was. Irgendwo hat dir das Spaß gemacht, diese Games zu Let's Playen, dieses zu unterhalten, das zu erklären, vielleicht noch Tipps zu geben oder irgendwelche Sachen zu verraten, die man nicht irgendwo lesen konnte oder die keiner sonst so weiß. Und ich meine, ja, Spiele, gut und schön, sag ich mal. Ich habe gerne gezockt und das alles natürlich auch weiterhin noch, aber ich habe mir gedacht, so warum? Aber es macht irgendwo einfach nur Spaß und ich weiß nicht, ich habe mich selbst oft dabei erwischt, sag ich mal. Jetzt vor kurzem habe ich Fallout 3 durchgezockt. Mit Addons natürlich und ich habe mich manchmal echt dabei erwischt, wie ich dann selber schon mich am Plaudern war und wollte irgendwelche Sachen erklären und war am Fluchen und. Naja, leider waren da ziemlich geile Sachen mit dabei, aber auch ein paar beschissene Sachen, aber naja, der Job eines Let's Players, sag ich mal so, nimmt's halt auf und lässt seine Zuschauer daran teilhaben. Ja, es kommen ziemlich neue Games raus, ziemlich geile neue Games. Es gibt noch ziemlich viele alte Games und so weiter. Und ich denke mir, Mensch, die kann man euch doch gar nicht vorenthalten. Ich meine, ihr habt ziemlich gut, sag ich mal, die Videos alle unterstützt und geguckt und habt darin so viel Freude und Spaß gehabt, hoffe ich doch mal. Ja, da kann ich euch nicht einfach so hängen lassen. Alleine schon, sag ich mal, den Hintergrund, sag ich mal. Ich habe das jetzt hier aufgenommen von Scratches, Director's Cut. Und zwar habe ich mir, ja, sag ich mal, etliche Spiele noch gekauft, die ich jetzt noch nicht aufgenommen habe oder sonst was. Sind ungefähr, ja, sag ich mal, knapp 50 neue Spiele dazugekommen. Unter anderem auch Scratches Director's Cut, also der zweite Teil, sag ich mal, beziehungsweise plus das extra dabei. Und da geht es ja, sag ich mal, darum, ich habe ja schon den ersten Teil komplett Let's Played. Der ist ziemlich gut bei euch angekommen, habe ich auch gesehen. Und der hat ziemlich viele Fragen offen gelassen, sag ich mal. Und dann war ich am Überlegen, wie sind die so, Mensch, ey, die haben so viele Fragen. Und davon gibt es noch den Director's Cut, der da auch noch, sag ich mal, die restlichen Fragen alle aufheben würde. Und ich habe mir gedacht, Mensch. Du hast dieses Game jetzt hier liegen, kannst es zocken für dich selbst, aber die Leute, die zerbrechen sich den Kopf darüber. Und ich habe mir gedacht, so, das kann irgendwo nicht sein, den musst du damit teilhaben lassen. Ich meine, ich habe mir letztens noch die ganzen Kommentare von euch durchgelesen und einige von euch haben mir geschrieben, ja, das Spiel ist ziemlich gruselig, aber dank deiner Stimme und das alles halt, so eine begleitende Stimme dabei, ist das nicht mehr ganz so schlimm und es hat euch wohl auch ziemlich gut gefallen, sag ich mal, so wie es angekommen ist, nach der Statistik zu beurteilen. Ja, und ich denke mir einfach nur, Mensch, ist zwar jetzt nicht viel oder groß, sag ich mal, ich sag mal maximal eine Stunde, dann ist das sechste Kapitel, sag ich mal, durch, also dieses kleine Extra, wie die Geschichte jetzt endet und ja, ich denke mal wohl, gut, eine ziemlich gute Sache, sag ich mal so, weil die mussten sich ja bald schon was gedacht haben, weil so viele Fragen offen gewesen sind, sag ich mal, und ich glaube, wenn man da mal nachsucht, sag ich mal, was ist jetzt am Ende, was ist da jetzt, wer war das jetzt, wer flüchtet da und wer ist jetzt abgehauen. Ich sag mal so, ihr wart sicherlich nicht die Einzigen.
Ja, gezockt habe ich es auch noch nicht. Ich sag mal, so ein bisschen angetestet schon, ja. Aber noch nicht komplett durchgezockt, sag ich mal. Das heißt, es ist für mich auch noch komplett neu und offen. Ich bin auch sehr gespannt. Ich sag mal so, ich habe viel gelesen, aber was genau jetzt ist, sag ich mal, keine Ahnung. Ja, und Director's Cut, Ich sag mal so, jetzt bei YouTube sieht man davon nicht so viel. Und da dachte ich mir einfach mal, Mensch, komm, bring dich durch, setz deinen Arsch schwer vom PC hin und schmeiß das Headset an. Ja, Headset ist auch wieder so eine Sache, habe ich mir auch ein neues zugelegt, auch für die Let's Plays extra. Also, ich sag mal so, ich habe mich schon gut auf euch vorbereitet, dass ich jetzt noch besser weiter powern kann. Neues PC habe ich mir auch gekauft. Und ja, ich sag mal so, also man hört schon den Unterschied, sag ich mal, auch von den alten Videos und zu den neuen. Für mich ist das jetzt so, dass es auch nicht mehr dieser Raumklang da dran ist, als ob ich irgendwo in der Kirche sitze, sag ich mal, in Let's Plays, sondern jetzt wirklich schön in einem normalen Raum. Und diese Stimme kommt halt viel besser zur Geltung und auch das mit dem Atmen, mit den Geräuschen, mit dem Mausklicken und Tastatur. Ich meine, das hört man alles gar nicht mehr so. Das ist schon ziemlich gut, sag ich mal. Also diese 60 € für Beyerdynamic Dynamic haben sich schon echt gelohnt. Das ist Beyerdynamic Dynamic MMX2, glaube ich. Und ich bin vollkommen zufrieden. Also ich habe damit auch schon lange getestet, sag ich mal, nach einem neues Headset, weil ich wollte unbedingt ein neues haben. Das alte war so scheiße und so. Ja. Ihr hört schon, also es hat sich ziemlich viel getan und ja, wie gesagt, es gibt neue Sachen und es hat sich viel verändert. Mittlerweile habe ich auch einen neuen Job und der ist nicht mehr so ganz so stressig und ich kann mich wieder, wie gesagt, mehr den PCs widmen und den Spielen. Also vorbestellt ohne Ende ist auch schon wieder zum Beispiel Metro, jetzt der neue Teil kommt jetzt raus, den alten Teil wäre auch schon gezockt, wo viele auch gesagt haben, der soll ziemlich schwer sein, aber auch ziemlich genial, sag ich mal. Also ich fand ihn sehr gut. Der ist ziemlich gut bei mir angekommen. Die Trophäen seien mal gut. Das ist eine Sache für sich. Die waren jetzt nicht ganz so leicht zu kriegen. Aber ansonsten, sage ich mal, ist das Spiel echt geil, sage ich mal. Und ich will es euch unbedingt nicht vorenthalten. Also ich will es mit euch durchzocken. So wie die anderen ganzen Games. Ausgenommen, sage ich mal, jetzt Fallout 3. Weil das Game ist zwar super geil. Aber ich habe einfach keinen Bock mehr. So ein langes Game, sage ich mal, nochmal zu zocken. Ich habe da jetzt ja, knapp 2 Wochen dran gesessen, sag ich mal, um alle Trophäen zu bekommen und um die ganzen Addons durchzuzocken. Und ich habe mittlerweile gemerkt, dass es, ja, man schleppt sich nur noch durch die Levels und es hat einfach, ich habe keinen Bock mehr und lass mich das noch fertig machen und gib mir nicht meine Trophäen und scheißegal, was sie ja labern, einfach nur noch klicken und machen und alles über den Haufen ballern, sag ich mal. Und so viel Scheiße, was die da für einen Scheiß labern, also das geht schon gar nicht mehr. Also klar erzählen die da noch die Geschichte von dem ganzen Game, aber ich musste da echt passen, also ging gar nicht mehr. Ja, ich habe mir jetzt ein paar Spiele für euch noch gekauft, sag mal, beziehungsweise zugelegt. Unter anderem Tomb Raider, Devil May Cry und, boah, was war es noch, ey? Da muss ich jetzt mal überlegen. Ja, gute Frage. Uiuiui. Was war das? Okay, auf jeden Fall diese paar Games habe ich schon mal dabei. Dann noch ein paar andere, sowas wie Velvet Assassin. Ist schon ein bisschen älter das Game, ist aber so ein Missionsspiel, sag ich mal. Ja, und wie gesagt, Guild Wars 2 oder was sowas, aber naja, daraus ein Let's Play zu machen, sag ich mal, ist ziemlich boah, heftig, sag ich mal, weil das ist ja ein Open-End-Spiel, das kannst ja zocken, bis du tot bist, sag ich mal. Und ja, wie gesagt, ich werde einfach mal gucken, sag ich mal, was es ist. Zum Beispiel das neue Dead Island, zum Beispiel Reptile, auch extra bestellt. Ist ziemlich gut, habe ich noch nicht angetestet, sondern ist noch auf dem Weg zu mir. Ja, und so weiter. Also viele Games folgen auf jeden Fall noch. Ich hoffe, ihr kommt wieder alle zurück und habt mich vermisst, so wie ich euch vermisst habe. Denn wie gesagt, ihr habt mir schon irgendwo doch gefehlt, mal hier mal reinzugucken, mal hier zu beantworten, dort zu helfen. Und ja, mir tut's einfach gut, ich hoffe euch auch. Und ja, was soll ich noch großartig dazu sagen? Genau, antreffen, wo man mich mal antreffen kann. Letztes Jahr zum Beispiel waren wir für Gamescom gewesen mit Nayaso und Villain Queen war zum Beispiel mit dabei gewesen, auch zwei gute bekannte Let's Player. Und ja, mit dem war ich unterwegs gewesen, haben wir die Gamescom unsicher gemacht. Wir haben auch diese, wie heißt diese komische Tuss hier nochmal? Cold Mirror, genau, die haben wir auch getroffen. Und Fotos haben wir jetzt nicht gemacht, aber für uns gibt es Fotos und bei Nayaso auf dem Kanal sind die auch die Fotos, also hat er extra ein Video gemacht. Könnte ich hier nochmal eine Kanalbeschreibung reinballern und das nochmal erklären, beziehungsweise erklären, ihr könnt euch das selber angucken, sag ich mal. Und ja, also ziemlich geil, sie hat sich als diese Heather verkleidet aus Silent Hill 3, ziemlich geil. Also, pff,
war schon recht gut gewesen und ich lief da halt so normal rum wie ein Gammler. Ja, hat ziemlich geile Sachen auch da gewesen, also ein paar neue Game-T-Shirts gekauft und Bücher auch, das von Bioshock, die Vorgeschichte und Darksiders, die Kammer der Macht oder sowas, glaube ich. Also auch ziemlich geile Bücher, vor allen Dingen das von Bioshock, ey, da sind Sachen jetzt, die kommen da raus, das, was man durch die Spiele so gar nicht miterlebt, sag ich mal. Die werden da alles erklärt, zum Beispiel, woher die Schnecken kommen und wie das genau passiert und alle solche Sachen, wie das Adam erfunden wurde, wie es genau da alles passiert ist. Also ziemlich geil, sag ich mal. Ich kann es nur empfehlen. Der Preis ist, sag ich mal, geschenkt, sag ich mal, für dieses Buch, weil es fesselnd ist. Ich sag's mal, es ist geil. Es hat 400 Seiten und man liest sich so darin fest und dann denkt man so, boah, was? Schon 12 Uhr und dann denkt man sich, noch eine Seite, noch eine Seite, noch eine Seite. Dann sind schon wieder 10 Seiten rum und wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, die Gamescom hat es mir so angetan, mit einem Kumpel, die zum Geburtstag geschenkt, eine Eintrittskarte und sagt so, komm, wir fahren auf deinen Geburtstag direkt zu Gamescom. Ich am Weinen, ich sag, nein, ich sag, ich habe extra Darksiders gekauft, die Limited Edition mit der Maske. Und ich sag so, ey, ich sag, das Game ist gestern rausgekommen, am 17. August 2012. Ich sag so, ey, du willst mit mir heute auf den Gamescom fahren? Ich sag, das Spiel habe ich gerade. Ich sag, ich kann nicht pennen, weil ich zocken will. Ich sag, und du willst mit mir dahin? Ich denke mir so, oh, ja, was machst du jetzt? Gibst du die Gamescom-Karte ab oder zockst du Darksiders? Da dachte ich mir, okay, komm, Gamescom war's und die nach ab nach Köln hin, so eine Stunde von hier entfernt. Ab geht's, ein paar Let's Plays zusammengetrommelt und dann sind wir hingefahren. Ja, sind gut angekommen, war auch ziemlich voll gewesen, auch ziemlich geil. Leider hatte ich keinen passenden Fotoapparat dabei. Ja, scheiße auch, aber dieses Jahr wird sich auf jeden Fall ändern. Wann wir da hinfahren und mit welchen Leuten wir da hinfahren, mit welchen Let's Playern wir da hinfahren, werde ich alles noch bekannt geben. Also es wird auf jeden Fall ziemlich eine große Masse sein, sag ich mal, diesmal. Und es lohnt sich auf jeden Fall, sag ich mal. Ja. Gut, ich quassel und quassel schon wieder. Wie gesagt, normalerweise sollte es ein kleines Infovideo sein, aber ja, ihr seht, ihr habt mir gefehlt. Ich bin schon wieder so am Quasseln, wie man mich halt kennt von früher halt, ja. Eine Überraschung habe ich allerdings noch für euch, aber die werde ich jetzt nicht verraten, sondern die werdet ihr, sag ich mal, bald in meinen zukünftigen Let's Plays miterleben, sag ich mal. Also es wird noch viele spannende Games folgen, auf jeden Fall. Dann die große Überraschung. Und zwar, so viel verrate ich schon mal, ich bin nicht mehr alleine. Das heißt, ich habe jetzt jemanden dazu bekommen als Verstärkung. Hat es zwar noch nie gemacht, aber wir wollen gucken, wie sich er oder sie schlägt. Und ja, dann, wie gesagt, wollte ich einfach mal eure Beurteilung wissen, was ihr dazu sagt, ob wir es zu zweit machen sollen, sage ich mal, so ein Duo, oder ob ich es alleine weiterführen soll. Und allgemein, sage ich mal, wie es euch gefällt, weil ist mal was Neues, hat nicht jeder und ja, muss man mal machen, sage ich mal. Ja, ich bin gespannt auf eure Kommentare wieder, auf die Abonnenten, auf die Favoriten, auf den Daumen hoch, auf alles andere, worauf ihr gerade Lust und Laune habt. Und freue mich natürlich wieder total darauf, auf die Stunden und Tage, die wir zusammen verbringen werden und die Games, die ich für euch zocken werde und euch wieder vorstelle. Wie gesagt, wenn euch die Games gefallen, die ich euch vorstelle, unterstützt einfach die Erschaffer dieser genialen Games. Natürlich wieder wie immer mit dabei meine Bewertung am Ende des Spiels, ob es mir gefallen hat, wie es mir gefallen hat und ob das eintönig war oder nicht. Also Kritik und positiv. Ja, dann würde ich mal sagen, wisst ihr soweit Bescheid? Ihr seid wieder auf dem aktuellsten Stand. Ich auch. Ich freue mich wieder auf eure gute Zusammenarbeit. Und ja, Leute, dann würde ich mal sagen, let's play.